Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops. Diesmal mit der Mission Zeit und Schicksal Nicaragua 1986. Sichern Sie Raúl Menéndez. Wir können jetzt theoretisch noch eine taktische Mission machen, hier hinwechseln zu Singapur. Aber wir machen jetzt erstmal mit der Story-Mission weiter, weil Taktik hatten wir in der letzten Folge. Da können wir so ein bisschen Abwechslung schaffen. So, Ausrüstung anpassen, mal gucken, was wir da noch haben. Schnelles Magazin hätten wir hier im Petto. Reflexvisier finde ich auch nicht schlecht, können wir auch noch nehmen. Mal eingepackt, das gute Stück. So, was haben wir hier noch? Variabler Zoom. Dann nehme ich nochmal schnelles Magazin. So, nehme ich auch noch. Nehme ich doch mehr Sachen mit, als hier angeboten wird, natürlich. Justierbarer Schaft und flinke Hände nehmen wir auch eingepackt. Da können wir ja drei Sachen mitnehmen. Insofern lohnt sich das. Und so können wir jetzt diese Mission starten in der Haut von Alex Mason. Was hat so lange gedauert? Der Boss ist also wieder da. Hol dir diesen Penner Menéndez. Er macht deinen Dad für alles verantwortlich. Und obendran Woods. Jetzt ist er hinter dir her. Junge. Ich denke, Menéndez ist am Ende. Ich sehe immer diese Blitze. Die Nacht, als mein Vater starb, ich war noch ein Kind. Warum jetzt? Ach, scheiße. Hab dich nicht hart genug geschlagen. Okay, von Woods haben wir alle Teile. Setzen wir sie zusammen. Menéndez war in Nicaragua. Die Info kam von Kravchenko. Er wurde uns vom Narbengesicht persönlich auf dem Silbertablett serviert. Manuel Noriega. Einer von vielen Vorteilen, Präsident von Panama zu sein, ist, dass man die Armee als Privatpolizei hat. Also, die CIA in ihrer unglaublichen Weisheit unterschreibt einen Deal und das Weiße Haus schreibt einen Scheck über 1 Million und jeder macht seinen Freudentanz. Und ab geht's in den Dschungel. Das in Nicaragua war ein Unfall. Wir zielen nicht auf Zivilisten. Zeit und Schicksal. Die Infos wurden bestätigt. Es ist Raúl Menéndez. Ich wusste, er würde hier sein. Sind die Männer bereit? Sobald ich den Befehl gebe. Dann los. Wanze. Trödeln mir nicht rum, Jungs. Räuchern wir ihn aus. Das ist nicht die Mission, Woods. Er bleibt am Leben. Das Auge sieht nicht gut aus. Und ich weiß, wer das getan hat. Raúl Menéndez, an der Seite seiner Schwester Josefina. Der letzten Schwester wahrscheinlich, denn die andere ist ja, wie wir wissen, verbrannt. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir que no me moleste? ¿Qué carajo? Ach du! Okay. Zugriff ist erfolgt. Si tocas a mi hermana, te lo juro que te mato. ¡Josefina! Na, die Burschen sind aber nicht gerade freundlich hier. Oh, Backe, Alter. Boah. Raúl ist sauer. Denle un sedante. Téngalo quieto. Rápido. Josefina. Josefina. Krass. Man kriegt das jetzt alles noch aus dieser zweiten Perspektive mit. Was dem natürlich ein ganz anderes Bild gibt. Aufwachen. Ich sagte aufwachen. Lo sacaron sin que lo vieran. Ja, 4 Männer mussten ihn bändigen. Ja,
Keine Zeugen. Ich habe ihr Leben vor der Hand der Amerikaner gerettet. Ein Dankeschön. Ein Dankeschön, ein Dankeschön. Das kann er haben. Ich bin der Psycho Menendez. Und das Wichtigste ist die Familie. So, dann wollen wir mal Rette Josefina. Bam. Massaker. Geil, mit Machete. Oh, sorry, der hat wohl ziemlich kopflos wieder an die Sache rangegangen. Den anderen schnappen wir uns auch. Schon krasse Action jetzt hier. Bams, 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 bams. Yo, das ist ja geil. Jetzt ist man in der Rolle des Bösewichts sozusagen. Aber der Bösewicht ist auch nur Bösewicht, weil... Das wird dir hier erklärt. Aua, aua, aua. Wie geil war das denn gerade? Den haben wir die Beine weggesäppt. Da im Liegen. Ey. Boah, das war knapp. Habe ich mich ein bisschen blöd angestellt gerade. Ui, das sind aber viele Soldaten hier gerade von der Regierung von Panama. Wir haben mal keine Zeit hier zu bleiben. Dann machen wir die Tür auf. Genau so ist recht. So. Ich will mich nirgendwo verbrennen. Lass die Frau in Ruhe. Renn um dein Leben. Josefina, willkommen. Hier kann ich direkt aus der Hüfte ballern, denke ich mal, oder? Geht schneller. Bams. Die Burschen werden Geschichte. So, ich lade mal eben nach. Zack. Geile Schrotflinte einfach nur. Geile Schrotflinte. So. Hackebeil-Style. Zack. Zack. Animales. Animalisch. Sozusagen. Renn um dein Leben. Das ist das Beste, was du tun kannst. Ah, da kommen noch mehr, hä? Sag doch, dass du da bist. Boah. Ist richtig böse hier, die Mission. Richtig böse. Richtig übel. Wir heizen hier das ganze Militär weg. Die Soldaten von Panama, die eigentlich auch nichts dafür können. Die einfach nur so in die Sache reingerasselt sind. Josefina. Josefina muss durchhalten. Da vorne sind wir, da müssen wir lang. Wow. Quer durch den Stall. Errungenschaft, Mann des Volkes. Zack. Wow. Wahrscheinlich, weil wir so wenig Zivilisten umgeballert haben. Und dafür sorgen, dass die Zivilisten hier nicht in die Fänge der Soldaten geraten, die schon verdammte Schweine sind. Mit denen arbeiten wir zusammen als Woods, Mason und Hudson. Das ist schon bitterböse, wenn man es mal vergleicht. Finde ich cool, dass man das auch so ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven sieht. Klar ist Menendez ein Riesenschwein, müssen wir nicht drüber reden. Definitiv ist der ein mega Drecksack, aber... Er hat unter anderem auch seine Gründe. Oh, das waren Kumpane von meinen Leuten. Josefina. Willkommen. Oh, der Arm, den hättest du vielleicht noch gebrauchen können. Hättest du dich besser nicht gegen mich gestellt. Einfach aus der Hüfte. Die halbe Armee niedergestrickt. Fast im Alleingang. Also Menendez ist ja wohl der richtige Rambo. Können sich ja selbst Wurz und Mace noch eine Scheibe abschneiden hier. Aber ich kann natürlich auch drauf gehen. Ich muss also ein bisschen aufpassen. Granate für euch. Ach cool. Ein Kollege und da ist ein Feind in die Granate gerannt. Aua. La Puerta. Und die Kartellarmee scheint jetzt gerade die richtige Armee hier zu plätten. Seine kleine Privatarmee von dem Drogenbaron Menendez. Oh, wie viele sind das? Kurz aussuchen. Boah, das ist ja massig. Nehmt das.
Und hier habe ich auch noch was für euch. So. Und jetzt nehmen wir die von der anderen Seite hoch. Ihr Schweine! Vergreift euch einfach an meiner Schwester! Die fasst niemand an ohne meine Erlaubnis. Fuck you. Boah, das war richtig knapp gerade. Wie viele sind da zur Hölle? Wie viele Soldaten? Zack. Boah, alter Finne, ey. Lade nach. Stirb. Mach den Lohato! Riesenschlacht hier in Brand. Das ist in Nicaragua. Adios, amigo. In Lateinamerika. Estoy aquí, Josefina! Estoy aquí! So, da vorne muss Josefina sein. Fernandez! Hudson! Der Sonnenbrillenmann! Und eine Granate. Was zum Teufel! Menendez Schwester Josefina starb bei der Explosion? Wer warf die Granate? Ich wusste nicht, dass sie da war, David. Ich sah nur Menendez und bin durchgedreht. Frank, du drehst nicht einfach durch! Was hat Menendez dir in Angola angetan? Menendez. Er wollte wissen, was die CIA über ihn wusste. Also hat er meine Leute gefoltert. Da dachte ich, packe aus. Ich sah, wie einer nach dem anderen starb. Dann warf er uns in diese Blechdose und schloss die Tür ab. Ich war Wochen da drin. Ja, ich bin durchgedreht, als ich Menendez wieder sah. Was hättest du denn gemacht? Vor 15 Minuten, Agent Hudson, Einsatzkräfte Mason und Woods, an der Nordseite des Dorfes. Wer ist das Mädchen? Unwichtig, sie ist nicht das Ziel. Wahrscheinlich eine Nutte. Alles klar, jetzt sind wir wieder zurück in der anderen Perspektive. Und wir leben dasselbe wahrscheinlich jetzt nochmal, aber wie gesagt aus der anderen Perspektive. Und das war keine Nutte. Das war seine Schwester Josefina. Noriegas Männer rücken an. Gehen wir. Okay, es wird auch Zeit. Sichern Sie das Kartelldorf. Los, Sieger! Schwere Kämpfe vor uns! Natürlich richtig geil, dass wir jetzt genau aus der anderen Perspektive das nochmal erleben. Das Flussbett vor. Nicht scharf drauf, mit diesen Typen zusammenzukämpfen. Keine Sorge, Wutz. Diese Kartelljungs sind fahren. Du wirst dankbar sein, dass sie hier sind. Entgegen, Fenster! Wir wollen rechts! Da sind Männer auf den Dächern! Yeah! So, weiter vor. Natürlich diesmal nicht im Ausrastermodus, wie gerade mit Menendez, sondern ein bisschen vorsichtiger müssen wir jetzt wieder sein. Denn ich glaube, Mason hält nicht so viel aus in dem Fall. Vorsicht! Das sind Zivilisten. Die will ich natürlich nie aufs Korn nehmen, die guten Zivilisten hier. Zumindest sehen wir ja aus, aber die anderen sehen ja auch quasi aus wie Zivilisten. Soll ich jetzt erstmal die Typen da oben hochnehmen. Eine gute Schussposition. Das können wir nicht dulden. So, Nummer 1. Da sind mehr noch. Oh, Vorsicht! Habe ich meinen Kollegen erledigt. Shit. Das wollte ich doch gar nicht, Alter. Mal hier rüber. Hier ist Clement. Die sind alle schon auf unserer Seite hier, die Burschen. Evil schicken auch hier mal wieder. So, zack. Das war ein Zivilist. Fuck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tut mir leid. Und das sind hier Soldaten der Armee von Panama, die auch hier am Start sind. Die wir gerade eben noch aus der anderen Perspektive erledigt haben. Als wir noch Menendez gespielt haben. Mit Animalus, der animalistisch auf seine Feinde draufgelaufen ist, um sie zu zerfetzen quasi. Oh, reicht euch das oder was? Lade nach! Ich stürme jetzt das Gebäude, ich habe die Schnauze voll. Nummer 1. Wo sind die anderen, hä? Hat mich doch gerade wer getroffen hier, wo war das? Na, die beiden waren das, die Zwillinge. Ausschwärmen! Zwillingsbrüder sind das gewesen. So, ich glaube, das war's. Kontrollpunkt erreicht und hier können wir noch eine Interaktion machen. Was haben wir denn da Schönes? Vielleicht Minen, vielleicht Mörser, vielleicht was ganz anderes. Ach, das sind keine Weinflaschen. Das ist kein guter Jahrgang. Das sind Molotow-Cocktails, klarerweise.
Dann probieren wir die doch direkt mal aus, oder? Anbrennen und probieren. Hier in die Hütte rein. Mal gucken, ob der Laden brennt. Also so effizient sind die Mollys jetzt nicht hier. Ist nicht so wie in Left 4 Dead, dass man damit direkt ein ganz Areal abfackeln könnte oder so. Nee, 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 nicht so. Hier musst du dich schon auf deine Feuerkraft verlassen bei Call of Duty. Oh, Hudson. Ja, renn mir doch nicht so vor die Nase, ey. Dann denkst du, du wärst ein Feind. Aber du hältst ja zum Glück was mehr aus. Ich komme für den Schaden auf, mein Freund. Ich komme für den Schaden auf. Wenn wir wieder zurück sind, ist dein Schultertreffer wieder versiegelt. Und ich kaufe dir auch mal wieder eine neue Sonnenbrille. Die bin ich dir noch schuldig, mit Sicherheit. Treffe ich die Säcke nicht. Gibt's ja gar nicht. Wenig Munition, das finde ich aber gar nicht gut. So. Ach, nimm mal die Scharfschützenknarre. Genau, die haben wir auch noch dabei. Bams. Shit, der ist entkommen. Na, den kriegen wir. Ha. So. Jetzt sollte ich mir mal irgendwo eine andere Waffe schnappen. Gerade liegt hier was am Boden. Die FAL ist okay, die können wir nehmen, mit der kann ich leben. Oh. Jetzt hier mit der Scharfschützenknarre weiter vorzurennen, also zu stürmen, ist glaube ich nicht das Klügste. Da bin ich irgendwie aus Versehen in diese Granate gelaufen. Noch ein MG! Rauskommen! So, hier hätten wir. Der Kartellpenner, nochmal halt hier an der Ecke, ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. Die Granate hat mich hingerichtet. Diese gottverdammte Granate. Lade nach. Gleich haben wir wieder keine Muni mehr. Das ist die Molotovs nicht zu wegen Bissen mittlerweile. Das hat sich nicht so wirklich gelohnt. Arschus. Da vorne. So. Jetzt gibt's hier eine Granate hin. Weg vor eure Nase. Bams. Oh, fuck. Ich muss stürmen. Zack. Ich komme, Mutti. Ich komme. Ich bin zum Essen auf jeden Fall wieder zu Hause. Hier, gegen's Dach und nach unten. Was passiert da jetzt wohl? Boah. Na, kommt her, ihr Schweinepriester. Warum lebst du noch zum Teufel? Warum lebst du noch? Dein Cowboy-Hut ist aus Stahl, oder was? Mann. So, jetzt zur Vorbeugung nehme ich mir jetzt die Uzi im Reflexvisier. Hey, du auch hier. Manne, Mano, Mini, Mano, Mini, Mano, Mono. Also Mano, Mann wollte ich eigentlich sagen damit. Ach du Scheiße, jetzt fackeln die ja das ganze Dorf ab. Also beide Seiten sind nicht ohne. Beide Seiten haben ihre Schattenseiten, wie so oft im Krieg. Im Krieg ist alles erlaubt, heißt es ja auch. Aber das stimmt ja gar nicht, weil es gibt ja die Genfer Konvention zum Glück, die ja eigentlich selbst im Krieg Regeln vorschreibt. Es ist nur die Frage, ob man sie im Krieg, was ja eh schon das Schlimmste überhaupt ist, daran halten kann. Das ist eine gute Frage. Und auch eine gute Frage ist, ob die nächste Folge genauso spannend wird wie diese. Ich tippe mal schon ja. Und deswegen sehen wir uns dann in Kürze wieder, Freunde. Bis dahin!